Ich begrüße euch recht herzlich und wünsche einen wunderschönen guten Tag hier in Episode 2 der RTS Sommeroffensive, die ich einfach mal so ausgerufen habe. Heute spiele ich für euch Command & Conquer Alarmstufe Rot und in ähnlicher Weise wie im ersten Video benutze ich hierfür die Variante von Open Red Alert, da auch Alarmstufe Rot auf Windows 10 nicht mehr so ohne weiteres läuft. Das läuft im Endeffekt genauso ab und ohne große Vorrede gehe ich doch einfach mal ins Spiel. Ich spiele wieder ein Gefecht. Ich werde mal gucken, ob ich noch eine kleine Map finde, dass das wieder etwas übersichtlicher abläuft. Das sieht doch alles ganz nett aus. Nehmen wir mal die, das ist eine zwei Spielerkarte. Hier, also das Spiel ist sehr ähnlich zur Command & Conquer 1. Man hat zwei große Fraktionen, die Alliierten und die Sowjets, und die hauen sich gegenseitig auf die Mütze. Der Unterschied ist, hier gibt es Unterfraktionen, das hat aber, also, wenn ich mich recht entsinne, nur das hat Auswirkungen auf Preise von Einheiten, ein bisschen auf die Feuerkraft. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau, wie das war. Ach ja, genau, in der Open Red Alert Variante haben die Einheiten auch inspiriert von Alarmstufe Rot 2, was dann später rauskam, alle Spezialeinheiten. Das gab es aber im Original so nicht. Ich spiele die Sowjets, weil ich die lieber mag. Was haben die denn? Parabons. Okay, Fallschirmbomben. Und einen Explosionstruck. Den wollen wir nicht spielen. Spielen wir die Russen. Ganz klassisch, nehmen wir ruhig mal die Alliierten als Gegner. Die Alliierten sind klassischerweise blau, da das aber sehr ähnlich ist zu meinem Violett. Machen wir die mal rot. Wir machen sie mal nicht auf Rush. Das nervt mich nämlich. Und da ist die Farbe wieder gestellt. Und wie gesagt, normale KI England. Ich spiele Russland. Ja. Und ich würde sagen, da geht es doch gleich mal los, oder? Habe ich etwas eingestellt? Ich denke schon. Ich hoffe, ich werde so schlau sein, Hintergrundmusik einzubauen, da auch Red Alert 2 keine Hintergrundmusik, da auch Red Alert keine Hintergrundmusik besitzt. So wie Command & Conquer 1 in der Red Alert, in der Open Red Alert Fassung. Da die aber sehr stark zur Stimmung beiträgt, da der Soundtracks, die der Frank Klepacki damals gemacht hat, richtig toll sind. Werde ich mal gucken, dass ich da noch Musik drunter lege, weil das ohne irgendwie doch schon ein wenig mau ist. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ich hoffe, kann man hier Schwierigkeiten einstellen? Nein. Okay. Nein, das sieht eigentlich ganz okay aus. Okay, also. Player ist so. Ja, ja, ist alles richtig so. Na, wir fangen einfach mal an. Auf geht's. So, ähnliches Prinzip, sieht ein bisschen anders aus, ist aber von der Grundidee noch sehr ähnlich zum ersten Command & Conquer. Wir bauen ein Kraftwerk. Zack. Jetzt baue ich eine Raffinerie. Wo ist hier eigentlich meine Stromanzeige? Ich sehe hier. Okay, hier hat man gar keine Leiste. Also die haben, die hat's jeweils an die Spiele angepasst. Die sehen absolut nicht mehr aus wie im Original. Die sind hier viel komfortabler mit Untersektionen für Türme, Gebäude, Infanteriefahrzeuge, Flieger und Marine. Die gibt es nämlich in Alarmstufe 1. Das ist schon alles ganz toll. Der Unterschied ist aber... Ach nein, hier ist es sogar noch schlimmer. Genau, wir bauen gleich noch eine Raffinerie. Der Hauptunterschied bei den Erntern ist, dass die in Command & Conquer 1 immer eine Weile in den Raffinerien sitzen mussten, um abzuladen, und hier kippen die einfach das Erz ab, sieht man jetzt, oh, und das geht ganz schnell. Das heißt, hier kann eine Raffinerie sehr viele Ernter bedienen, wohingegen man bei Command & Conquer 1 immer so etwa gesagt hat, zwei Ernter für eine Raffinerie, und danach wird es ineffizient, wenn die dann drum rumstehen und sozusagen sich dann in Stau holen. Das sollte man verhindern. Bei Hunter braucht man aber am Anfang mindestens zwei. Verkaufen wir das doch gleich.
bauen eine Kaserne. Oh, was ist da alles rausgekommen? Was seid ihr denn für welche? Also das sind Infanteristen, aber was ist das? Ich nehme an, das sind Zivilisten, beziehungsweise ich kenne die noch als Techniker aus den guten indizierten Originalfassungen, wo die Infanterie komplett aus Robotern bestand. Da waren das noch Technobots oder wie die hießen, ganz komisch. Das sind im Endeffekt Techniker sozusagen, die können nichts, die sterben nach einem Schuss und ja. Keine Ahnung, warum die überhaupt in so Spiel enthalten sind. So, wo bin ich überhaupt? Ich bin oben links, okay. Ja, hier braucht man noch Silos. Kosten kaum was, ein kleines, dann kann man mal. Oh, was ist denn hier? Das ist eine Mauer. Mit der Infanterie zu scouten, das ist echt traurig. Ich bräuchte nur so ein Fahrzeug, was eine wesentlich größere Sicht hat. Was zum Teufel? Hat der schon wieder irgendwelche Spezial... Rusht der mich gerade mit Hubschraubern? Jetzt fühle ich mich ein wenig verarscht. Habe ich denn irgendwas gegen ihn? Ach ja, ich bin wirklich furchtbar. Strategiespiel. Man könnte sagen, mein Spaß an diesem Schorsch ist direkt umgekehrt proportional zu meinen Fähigkeiten. Die haben natürlich keinen. Was ist das denn? Okay. Motor Blank. Das könnte gut. Turm. Ich habe nämlich Angst und verstecke mich sehr gerne in meiner Basis. Ich bin nämlich noch klein. Ich wette, jetzt kommt der Gegner überhaupt nicht mehr mit Fliegern, weil ich jetzt Luftabwehr habe. So, was bauen wir denn nun? Ich glaube, ein Radar wäre mal sinnvoll. Vielleicht ein paar Grenadiere. Geld haben wir ja momentan noch. Ich müsste aber mal gucken. Haben die einen Chris? Ja, die sehen wir. Damit können wir vielleicht was kaufen. Ich muss nämlich neue Erzfelder aufdecken. Ja, hier die Mitte ist natürlich interessant. Da sind nämlich diese bunten Dinger, das sind Edelsteine. Man sammelt hier nämlich regulär diese braune Pampe, das soll Erz sein. Was hier einfach so oben an der Oberfläche rumliegt. Und das Bunte sind Edelsteine, die sind mehr wert. Die zu sammeln ist natürlich toll, weil da verdient man sich eine goldene Nase. So. Komm her, Radar, dann muss ich auch mal sehen von der Karte. So, dann bauen wir mal das. Das ist eine Rundhütte. Die ermöglicht nur den Bau von Wachhunden sozusagen. Die sind toll, weil die Spionageeinheiten, die ich so als Gegner nicht erkenne, fressen können und weil die unglaublich stark in der Infanterie sind. Soll ich vielleicht einfach auch noch einen Ernter bauen? Panzer kann ich irgendwie noch gar nicht bauen. So, dann versuche ich mal die Wand da anzuschießen. Um an das schöne Erz ranzukommen. Um es zu ernten, bevor der Gegner auf Gedanken kommt, wieso kann ich das nicht zerstören?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich irgendeine Einheit in dem Pulk, die keine Wände angreifen kann. Deswegen muss ich so einen forcierten Angriff machen. Normalerweise müssten Wände auch als feindliche Entität erkannt werden, aber... Das ist etwas komisch, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ist mir auch egal. Hauptsache die Wand ist weg. So, kann ich jetzt endlich mal Panzer bauen? Service-Depot. Was? Das ist seltsam, man braucht hier für Panzer eine Werkstatt, das ist mir neu. Was ist hier so los? Man muss ja wissen, was vor sich geht. Hat ja schon der alte Sun Tzu gesagt. Wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Das ist in der Echtzeitstrategie natürlich absolut wahr. So, hier ist natürlich wieder kein Platz. Nein, hier lang. Du erntest das. Dann könnt ihr natürlich noch gleich so einen Bordschack bauen. Tesla-Spule. Geld haben wir. Genug. Ja, ich weiß, dass ich... Ach, ich baue noch eine Werkstatt. Sag mir das doch mal einer. Ah. Okay, da unten ist die Feindbasis, die beschießt mich schon fröhlich. Gib mir Strom. So, ich glaube, ich baue mal gleich so ein großes Kraftwerk. Das gibt nämlich viel mehr Energie. Silo is needed. Unit ready. Nein. Construction complete. Construction complete. Construction options. Ja, ich weiß. Der Strom ist wieder weg. Und jetzt ist er wieder da. Dann haben wir noch ein Kraftwerk. Oh, was ist das? Ein Flieger. Und der ist kaputt. Das finde ich schön. Ich würde sehr gerne den Gegner. Oh. Da war Geld drin in der Kiste. Den Gegner ein wenig ärgern, indem ich ihm eine zweite Basis vor die Nase setze. Kann man denn schon so ein... Nein, was ist das? Ein Tesla? Was ist ein Tesla-Panzer? Die kenne ich gar nicht aus dem, aus dem Original-Alarmstufe Rot. Aber ich habe das auch nie mit Erweiterung gespielt. Das habe ich tatsächlich damals auf der PlayStation zuerst gespielt. Das war zwar nicht so komfortabel, hat aber auch funktioniert irgendwie. Man war ja damals auch nicht so anspruchsvoll, ne? Viel zu langsam baue und das ist sehr ärgerlich. So, wir bauen nix. Die sind nämlich toll. So. Was baue ich hier eigentlich? Ach ja, Shock Trooper, die kenne ich auch nicht. Ich weiß, die sind aus einer Erweiterung. Aber wie gesagt, mir sind die so nicht bekannt. Ich kenne die Tesla Trooper und die Tesla Panzer dann erst aus Alarmstufe 2, was ich auch wesentlich mehr gespielt habe dann später, als das rauskam. Der Gegner ist erstaunlich defensiv. Da bin ich von dem Command & Conquer 1 von, Open Red Alert doch ganz andere Sachen gewöhnt. Oh, 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 das ist eine Artillerie, sehr hässlich. So, da sollen die Autos jetzt rauskommen. Die Mick hat irgendwie gerade eine totale Meise.
Die sollte eigentlich landen. Ja, jetzt landet sie auch. Kann man denn. Ich baue ja gerade nichts. Dann klappen wir das Auto mal ein und fahren mal hier rüber und errichten mal eine zweite Basis. Panzer kann ich immer noch nicht bauen, weil ich doof bin. Und immer noch keine Werkstatt errichtet habe. Es ist auch, glaube ich, im Original nicht so gewesen, dass man da eine Werkstatt für gebraucht hat. Aber naja, ist mir auch egal. Wenn das Spiel eine Werkstatt will, dann bauen wir eben ein. Das ist mir auch egal. So, jetzt steht aber auch wieder. Dann geben wir doch gleich mal das Logo in Auftrag. Und bauen ein paar Türme. Ha, Zivilisten. Hündchen und Tesla-Panzer. Alles, das ist schön. So, damit haben wir eine Werkstatt. Und müssten jetzt... Ja, genau, jetzt kann ich die Panzer bauen. Ach, das geht natürlich jetzt nicht mehr. Ja, ich bin das nicht gewöhnt, diese Art, wie man hier die Gebäude baut in Red World. Oder beziehungsweise in Open World. Unit lost? Was soll das? Warum greift er mich an? Ich finde das nicht gut. Ach, das höre ich doch am liebsten. Unit lost. Das Spiel sollte einfach sagen, du kannst es nicht, lass es einfach. Das wäre viel ehrlicher. Gott, wie langsam werden die Panzer denn hier gebaut? Das ist ja furchtbar. Construction complete. Unit ready. Nein. Ach nee, das sind die Flak-Autos, die will ich ja gar nicht. Eigentlich dachte ich mir ja, dass die von hier schießen können. Aber nein, sie müssen. Ja, die müssen wahrscheinlich ihr Ziel einfach sehen. Das ist das Problem. Was geht mit ihr? Unit ready. Die Mech hat's eh zerlegt. Nein, verkaufen wir mal den Flughafen. Bekommen zwei strategisch unglaublich wichtige Infanteristen. Die werden das Schlachtenglück für uns nämlich wenden. Und errichten mal diese Raffinerie, damit ich hier oben das Herz wegernten kann. Ach Kinder, ihr müsst doch nicht die Reste da sammeln. Ja, da. Dann gehen wir mal gucken, ob der Gegner mit seinen anderen da unten rumfuscht. So, das könnte man gebrauchen. Das ist ein Atomraketensilo. Das ist eine Superwaffe. Aber das ist sehr schlecht. Es lohnt sich eigentlich nicht, das Ding zu bauen. Eigentlich möchte ich sowas hier. Mammutpanzer, die haben im ersten Command & Conquer die GDI gehabt. Es ist eigentlich ziemlich seltsam, dass die Sowjets die hier bauen können, weil es war ursprünglich so gedacht, dass die Bruderschaft von Nord aus den Sowjets hervorgeht und die GDI aus den Alliierten von Alarmstufe Rot. Aber da wurde dann halt auch an dem ganzen Hintergrundgeschichte ein bisschen gedreht. Dadurch ist das nicht mehr Kanon. Ist aber ist halt eine seltsame Sache, dass die den Sowjets hier diese fetten Panzer gegeben haben und nicht den Alliierten. Aber mir soll es ja egal sein. Ich weiß ja, dass das so ist und gut ist. Ich brauche noch eine War Factory. Gib mir. Oh, 2P? Ah, stimmt. Spionieren sie. Wieder von Dingen geschossen worden. Ich habe auch keinen wirklich schlauen Plan, wie wir den Gegner jetzt zerstören können, außer mit einem dicken Pulk Panzer drüber fahren. Das ist aber auch so Standard mit den Sowjets.
Also in diesem Spiel sind die Seiten auch sehr unausgeglichen. Die Sowjets sind, was das reguläre Kämpfen angeht, einfach viel besser. Die Alliierten haben eigentlich nur den Vorteil, dass ihre Marine um einiges stärker ist. Die Sowjets haben nur U-Boote, also eigentlich sind die nur da, um die Marine der Alliierten zu kontern. Und die Alliierten haben halt schöne Schlachtschiffe. Und vor allem die eigentlichen Schlachtschiffe, die können halt über mehrere Bildschirme hinwegschießen. Die sind sehr stark. Aber hier gibt es kein Wasser, also ist das irrelevant. Unit ready. Und der, ja, wir werden Sachen kaputt machen. Unit lost. Building. Unit lost. Unit lost. Oh, der greift meine Zivilisten an, wie unfreundlich. Construction complete. So, Bildschirm angreifen. Angriff. Das ist Infanterie, die beschießt man mit Panzern nicht, da fährt man drüber. Zerstört bitte die Artillerie, weg, 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 alles kaputt machen. Oh, dann grillen wir mal das Kraftwerk. Kaputt. Oh, mein Mammutpanzer ist fertig. Hervorragend, so, mach mal den kaputt. Zerstört mal die Türme. Dann setzen wir mal das Airfield. Und bauen noch ein paar Mammutpanzer. Alles kaputt machen. Alles kaputt machen. Ja, spielerisch wie gesagt noch sehr ähnlich zu Command & Conquer 1. Sieht aber halt ein bisschen hübscher aus. Hat mehr Einheiten. Aber wirklich, ja, was soll ich viel dazu sagen? Ihr seht ja, was abgeht. Ja, habe ich alle. Alle schon Jäger, die können wir mal rufen. Und vor allem sieht man hier die Sowjets halt total überlegen. Weil hier ist es sozusagen andersrum im Vergleich zu Command & Conquer 1, wo die Not nur die kleinen Krippelpanzer haben, hier haben nur die anderen kleinen Krippelpanzer. Es ist wirklich seltsam, ich weiß nicht, was die sich da damals gedacht haben, so von wegen, ja komm, wir geben einer Seite alle guten Panzer und die anderen kriegen gar nichts. Oder beziehungsweise sie kriegen Kriegsschiffe, die sie nur auf Wasser nutzen können. Was es nur auf wenigen Karten gibt, es ist schon wirklich seltsam. Aber damals war das Genre noch nicht so alt und noch nicht so toll ausbalanciert und da hat einen das auch nicht so ganz gestört. Naja. So, das dürfte es eigentlich auch schon gewesen sein. Das war eine erstaunlich schnelle Runde. Ich habe gewonnen, was mich wundert. Das Problem ist, ich spiele zwar immer hier das Open Red Alert, aber die... Also für mich ist das ein bisschen wie ein Spiel mit verschiedenen Grafiksets, aber tatsächlich sind die drei Spiele, die darin enthalten sind, doch mechanisch ja sehr unterschiedlich und die KI-Skripts sind auch sehr unterschiedlich. Also in Command & Conquer 1 ist die KI noch sehr aggressiv und hier hat man ja gesehen, die hat ja kaum was gemacht. Ja, hier muss man die schon ein bisschen auf einen höheren Schwierigkeitsgrad drehen, damit die sich wehrt. Ja, damit bleibt noch Dune 2000 übrig. Das spielen wir natürlich auch. Aber nicht jetzt. Das gibt es dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und ich hoffe auch, dass euch das ein wenig unterhalten hat. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag.